Hallo zum dritten Teil unserer kleinen Workshop-Reihe, das sich heute mit dem Erstellen eines individuellen Textes beschäftigt. Hierzu drücken Sie einfach den Button Text hinzufügen. Auf der rechten Seite erscheint nun ein kleines Feld mit insgesamt 5 Zeilen. Klicken Sie nun in die erste Zeile und beginnen dann Ihren Text zu schreiben. Wie Sie sehen, wird der Text sofort auf der Tasse angezeigt. Wenn Sie in die zweite Zeile klicken, können Sie einen weiteren Text hinzufügen. Wie schon im Workshop Fotos hochladen, haben Sie auch beim Text 3 Symbole um den Text herum. Mit dem Kreispfeil drehen Sie den Text. Mit dem Pfeilsymbol können Sie die Größe des Textes ändern. Und mit dem X löschen Sie den Text einfach. Diese Funktionen haben Sie auch in Form der Schieberegler etwas weiter unten. Diese Funktion sollte Ihnen bereits aus dem zweiten Workshop bekannt sein. Deshalb gehe ich an dieser Stelle nicht weiter darauf ein. Nun möchten wir natürlich auch noch die Farbe des Textes ändern. Hierzu klicken Sie in die erste Zeile und wählen bei den Farbkreisen die gewünschte Farbe für die erste Zeile aus. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die Farbe der zweiten Zeile zu ändern. Wenn Sie nur eine Zeile Text haben, können Sie die Farbe direkt bestimmen. Die Schriftart können Sie ganz einfach wählen, indem Sie auf diesen Button klicken. Voreingestellt ist die Schriftart Absum. Navigieren Sie durch das Menü und klicken Sie einfach auf die gewünschte Schriftart. Die Schrift wird sofort übernommen. Wenn Sie eine Tasse mit viel Text gestalten möchten, können Sie weitere Textblöcke hinzufügen. Somit sind wir am Ende des dritten Workshops. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.